Heute werde ich als Avatar in Minecraft die Elemente meistern. Auf der spektakulären Avatar-Map erkunden wir die vier Nationen, treffen legendäre Charaktere und stellen uns packenden Kämpfen. Lasst uns nun direkt mit einem Like in dieses epische Abenteuer starten. Jetzt geht's los. Avatar Legends. Ja, das wollen wir spielen! So. Und jetzt sehen wir hier schon die vier Elemente. Oh mein Gott, guckt es euch an. Wir haben hier einmal den Feuerbändiger. Wir haben hier den Luftbändiger. Oh, wenn man hingeht, sieht man sogar die Textur des Skins. Ach, guck mal. Hier, oh, das ist der Onkel von dem Feuerkaiser, ne? Ihr wisst Bescheid. Dann haben wir hier, das da ist eine Erdbändigerin. Guck mal, die macht hier Sachen mit der Erde. Mach nochmal. Jetzt guck mal hier. Da Erde. Und der hier ist der Wasserbändiger. Guckt euch das an. Oh! Oh Mann! Es hat meinen Skin nicht richtig geladen. Und oh! Was ist das? Mit Luft. Denn wir sind Aang. Oder auch nicht. Ich hab da jetzt... Oh! Rechtsklick gemacht. Der Luftbändiger. Luft. Beeinflusse den Fluss der Luft und verkörper die Freiheit. Ja gut, let's go. Gehen wir rein. Auf dem Weg nach oben bin ich dann einer Wache des Weißen Lotus begegnet. Wer bist du denn? Hallöchen. Verzeih mir, Avatar. Die Treppe ist derzeit reparaturbedürftig. Es sollte jedoch kein Problem sein. Du kannst springen und dann erneut mit Doppelsprung springen. Wow, cool! Hier kommen wir nicht rein. Schade, Schokolade. Und hier ist die Brücke kaputt. Das heißt, wir müssen Doppelsprung. Yay, das war easy. Dankeschön für den Tipp. Okay. Das ist cool. Wir meditieren mal eine Runde. Moinsen. Was ist das jetzt? Ich glaube, das hier ist Luft. Da drücken wir mal drauf, oder? Ich kann das skillen? Oder was? Oder freischalten? Oh, wir brauchen hier zwei Punkte, um diese Fähigkeit freizuschalten. Luftkugel. Wir haben aber auch Tornado. Wenn wir zurückgehen, können wir auch theoretisch hier den Feuerstrahl freischalten. Hallöchen. Avatar, möchtest du das Bändigen üben? Ich kann dir mehr darüber erzählen, wie man die Elemente bändigt. Und dann kannst du deine Kraft gegen mich testen. Also guck mal. Oh. Tutorial-Duell gegen die Wache des Weißen Lotus. Hallo, du Hannes. Dich mache ich platt, denn ich bin der Avatar. Oh, der hat sogar eine Bossbar. Pam, ich habe ihm Schaden gemacht. Pam, wow, der hat so ein Schild gespawnt. Aua! Hey, was ist denn mit ihm los hier? Pam. Ja gut, okay, die Bossleiste oben geht runter. Was ist das? Oh, hier wurde frisch gewischt. So, jetzt macht er wieder einen Tornado. Pam. Ich erwische ihn zum Glück auch immer. Dem Tornado weiche ich aus. Logischerweise. Oh, habe ihn nicht getroffen. Muss tiefer ziehen. Aua! Hey! Hannes! Wow! Der hat so eine Luftkugelschild hier. Wow! Das boostet mich sogar weg. Aua! Jetzt spammt er sogar einen Angriff. Ja, aber der Tornado, der taugt irgendwie gar nichts. Das ist irgendwie schwach, mein Guter. So, aua. Let's go, komm. Ich habe dich voll im Visier. Oh, man kann... Oh, ich habe ihn erledigt. Ja, jetzt kriege ich eine Belohnung dafür. Einen Meisterschaftspunkt. Das bedeutet, ich kann jetzt auch direkt ein neues Element erlernen. Wir können jetzt auch Erde bändigen. Weil ein Meisterschaftspunkt habe ich schon. Und dann kann ich schon das nächste machen. Das habe ich jetzt einfach mal erlernt, weil ich Bock drauf habe. Und nachdem ich meine Erdbändigungsfähigkeit erhalten habe, habe ich mich auf zu Appa gemacht, um nach Ba Sing Se zu fliegen, der Hauptstadt der Erdnation.
Hallöchen, mein Freund versuchte es mit dem Dao Fei aufzunehmen, aber es lief nicht gut. Das Leben ist hart, wenn man nicht mit dem Bändigen umgehen kann. Die Dao Fei nutzen ihre Erdbändigung, um die Gasse zu blockieren, damit sie ihre Missetaten ungesehen fortsetzen können. Das ist kein Problem, denn ich bin... Oh, der mit dem hässlichen Skin, Mann! Ich bin Avatar, ich regel das, Mann. Okay. Doch bevor ich mich mit den Dao Fei angelegt habe, habe ich Prinz Zuko getroffen in der Stadt. Mein Gott, die haben auch hier so lustige... Oh, der ist von der Feuernation! Hey, ist das nicht der Zuko? Ich werde den Avatar finden. Ich bin der Avatar. Ja gut, lass fighten. Let's go, ich mach die platt, Mann. Feuerprinz Zuko. Ja, easy. Wow, jetzt legt er los mit Feuerbändigen. Oh, oh, haltet euch fest, schnallt euch an. Den mache ich platt. Wow, wow, wow. Ey, mach doch nicht diese. Bam! Ey! Hä? Aua! Ich kann keine Luft machen. Ah, jetzt. Jetzt, 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 jetzt. Wow. Wegschleudern. Ich bin besser als du, Mann. Ich kann snipen. Bam! Oh, wie sie ihn weggeschleudert hat. Gewonnen! Dann kam noch eine Straßensperre der Dai Li, die mich überfallen haben. Hier ist... Oh, oh! Oh, oh, ich werde angegriffen! Freunde? Wir haben ein Problem. Die Erdbändiger greifen mich an. Wow, ich muss gelegentlich ausweichen. Oh, geh hier hoch. So, hier oben könnt ihr mir nichts... Ihr könnt mir gar nichts. Nein, 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 nein. Nein, nein. Oh Gott. Komm schon. Oh, oh. Ey. Was feuern die jetzt so viel? Wir haben die auf Hälfte. Komm, die machen wir platt. Ey, 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 ey. Huch. Alter. So. Komm, mach platt. Huch. Ja, besiegt, oder? Ja! Weil ich... Oh, nein. Wir haben 2 Meisterschaftspunkte. Und jetzt ist das hier wahrscheinlich der Endgegner. Ja. Longfeng, der Kulturminister. Alles klar. Wow, okay. Eine Mauer! Wow. Okay, der geht gut ab. Hier mal in Deckung gehen. Ja, ja, ja. Und dann Damage machen wieder. Bisschen hin und her springen. Der taugt ja gar nichts, Mann. Aufladen. Das habe ich noch nicht raus. Ich habe ihn besiegt. Er ist platt. Du hast dir die Dai Li und die glorreiche Stadt Ba Sing Se zum Feind gemacht. Okay. Wir haben Feuer gelernt. Aber wir können auch noch bei Wasser 1 lernen. Dann haben wir von allem eines gelernt. Das heißt, wir sind jetzt schon richtig krass drauf. Ich sortiere das hier unten im Inventar. Und als nächstes kommt schon der erste richtige Fight gegen die Feuernation. Da hinten brennt! Muss löschen! Oder? Oh, oh! Oh, oh! Zum Glück haben wir das jetzt noch gelernt. Pam! Wow! Ich habe ein bisschen Schaden gemacht. Let's go! Ups. Wo kommen die denn jetzt alle her? Pam, pam. Wow, die machen den Strahl. Let's go. Habe Wasser am Start. Und pam, Abmarsch. Wieso hat das jetzt nicht geklappt? Go. Oh, nicht getroffen. Doch, den habe ich erledigt. Oh, 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 oh. Der macht hier richtig krasse Kampfkünste. Aber ich kann auch Feuer, Mann. Wow. Ey, das macht echt Laune. Lauf. Hui. Und immer schön gucken, dass man sich auflädt. Boah. Komm schon. Feuerstrahl gegen die Feuernation. Wow. Was ein krasser Fight hier. Wow, wo kommen die jetzt wieder her? Wir haben sie erledigt. Oh, jetzt muss ich gegen die hier noch fighten. Azula. Mein Bruder und mein Onkel haben den Feuerlord entehrt und Schande über uns alle gebracht. Als wahrer Erbe der Feuernation liegt es an mir, das Vermächtnis meines Vaters zu schützen. Ich fordere dich zum Duell heraus. Let's go. Feuerprinzessin Azula, du bist jetzt fällig. So, wow, die kann blaues Feuer schießen. Habe ich vergessen, dass das geht.
Wow, 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 wow. Oh mein Gott. Wow, leg dich nicht mit dem Avatar an, Mann. Oh, ich sollte mich auch nicht mit ihr anlegen, wahrscheinlich. Aua. So, let's go, komm. Jetzt machen wir Wasser. Pam. Schwächt es sie nicht mehr? Wow. Ey, die ist krass. Das Blöde ist immer, man muss diese Fähigkeit lang aufladen und in der Zeit kann sie lang, kann sie mich halt gut hitten. Wow. Jawohl, sie brennt und jetzt habe ich sie erledigt. Komm. Sie ist down. Ja, Azula, das war's. Oh, da wartet noch jemand auf mich? Das ist der König Bumi, oder? Moin, Kollege. König Bumi, was geht? Lass uns fighten. Oh, verrückte Genie. Oh, 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 oh. Let's go, König Bumi. Wow. Okay, es macht zum Glück nicht so viel Schaden. Und so kriege ich ihn gut down. Hä, easy, Alter. Der taugt ja gar nichts, Mann. Und das macht mir gar keinen Schaden. Warum auch immer. Bumi! Du wirst gegrillt! Oh, shit. Also die Wasserfähigkeit checke ich nicht ganz. Oh, und hier habe ich ihn nicht gehittet. Jetzt bist du völlig gegrillter Bumi? Hä? Rudi? Du standest voll im Feuerstrahl. Und Attack! Ja! Oh, das hat gesessen. Das erste Mal getroffen mit Wasser. Und gleich erledigt. Komm. Ja! Wir haben gewonnen! Gut gemacht, Avatar. Du kämpfst mit viel Feuer in deinem Herzen. Dann habe ich nach einem Gespräch mit Sokka und Katara den südlichen Wasserstamm freigeschalten. Wir haben den südlichen Wasserstamm freigeschalten. Nice. Zum südlichen Wasserstamm. Mega. Oh, jetzt sind wir wieder hier gelandet. Ist die Frage, was ist meine Mission hier? Ja, und meine Mission war es erstmal, Katara in einem Kampf zu besiegen. Pam, das reicht leider nicht so weit. Alter! Mann! Schluss mit dir! Pam! Also ich stoße die ganze Zeit hier raus. Was du kannst, kann ich auch. Aber mache ich jetzt nicht mit dem Oktopus. Wollte ich nur gesagt haben. Oh, ein bisschen Schaden gekriegt, ey. Whee! Komm schon. Oh, oh, da ist der Oktopus wieder. Aber Zeit für uns, das aufzuladen. Und Angriff! Pam, voll erwischt. Feuer! Und wir haben sie besiegt. Yes! Und dann die Zwillinge und Unalak. Ich, oh. Unalak. Oh, ich erkenne diesen Blick. Du musst der neue Avatar sein. Als Avatar bist du die Brücke zwischen der sinnlich wahrnehmbaren Welt und den Geistern. Ich werde dich lehren und dir helfen, dein Schicksal zu erfüllen. Du wirst mich lehren, okay. Unalak und die Zwillinge. Was hat's damit auf sich? Oh, das sind Zwillinge! Shit, Alter. Okay. Fokus auf die hier. Let's go. Und wir müssen sie trennen. Voneinander. Pam! Weg mit euch. Einmal räumliche Trennung und dann Angriff. Das ist taktisch, glaube ich, sehr klug gewesen. So, pam. Weil so eine weite Range haben die, glaube ich, nicht. SK muss ich jetzt erledigen. Das ist die gute da. Und pam, wir schleudern die hier wieder weg. So ein bisschen zumindest. Komm schon. Oh, die eine ist down. Unalak. Ich krieg dich. Mein gutes da. Ja, yeah, Oktopus! Oh, der macht auch den Oktopus. Pam! Weggeschleudert.
Und wir holen uns unsere Erde und greifen ihn an. Pam! Nice. Ich finde, ich regel das richtig gut. So, und die ist auch platt. Jetzt nur noch Unalak. Bam, Feuer. Ich finde das so geil mit dieser Luftkugel. Die hat's so drauf. Hui. Bam. Und dann wieder hier Feuer rein. Zischen lassen. Der ist gleich down. Nice, Mann. Wir haben ihn, wir haben ihn, wir haben ihn, wir haben ihn. Er ist down. Komm schon. Yes. Wir haben ihn. Danach ging meine Reise nochmal nach Basingsee, denn ich musste ja die Dao Fei besiegen und ich habe am Anfang ein Tor übersehen. Da sind wir rein. Oh, wartet. Hier geht's noch rein. Hier gibt's noch einen Weg. Oh oh! Hier sind die Dao Fei! Hi, hi, hi! Oh, was? Was geht mit euch jetzt auf einmal? Freunde? Alter! Was ist hier los mit euch? Mann! Hä? Wieso sind die so heftig unterwegs? Bam! Das hat gut Damage gemacht, hoffe ich. Oh, der Oktopus! Au! Ja, wir haben sie gleich erledigt. Jawohl! Wir haben die Dao Fei erledigt. Jetzt kann ich mit dem Kollegen hier reden. Hallo. Der Brocken. Fordere den Brocken zum Duell heraus. Rumpel-Arena freischalten. Oh, nice. Nice! Das muss ich jeden Einzelnen hier herausfordern. Erddonner-Turnier betreten. Da ist die Torf! Tuff, tuff! Geil! Das ist der Champion. Oh! Let's go! Ab ins Erddonner-Turnier. Aber irgendwie sind alle gleich stark. Was ist, wenn ich ihn runterboxe? Pam! Kann ich ihn überhaupt runterboxen? Wo ist er denn? Oh! Ich hab dich erledigt, Bro. Ja! Bam! Oh, das hat ihm nichts ausgemacht. Was ist hier los? Also mit Feuer komme ich halt irgendwie am weitesten. Hä? Was macht er denn? Was, er rennt rum, kriegt keinen Schaden? God Mode oder was? Weg mit dir! Du bist blatt! Ich hab dich kaputt gemacht. Toff! Der blinde Bandit! Die ist putzig. Die mache ich jetzt aber genauso platt. So, du kannst nichts, Toff. Let's go. Flöte, genau. Ich nutze die Flöte, dass ich aus dem Kampf abhaue. Achso, nee, du meintest, dass ich von unten wegkomme. Ja, wäre vielleicht gut gewesen. Ich habe sie jetzt aber platt gemacht. Tja, Tatoff, Tata. Das war's mit dir. Gib mir die Belohnung. Ja, und dann musste ich noch ein drittes Mal nach Basingsee, weil ich musste Onkel Iroh finden in einem Teeladen. Der Teeladen! Da ist er doch, Iroh! Ja, ich will Tee. Weißt du, wer ich bin? Ascheninsel, freigeschalten. Dadum. Nice, Mann. Mal. Auf das Boot kannst du drauf. Da gucken wir gleich mal rein. Checken wir mal hier die Lage. Was die Ascheninsel so drauf hat.
Hallo. Oh, Iroh. Oder Iroh. Ich kämpf gegen dich. Mach dich platt. Ich bin nämlich krass. Große Lotus. Oh, da oben steht 4 als Zahl. Das bedeutet wahrscheinlich, dass der krasser ist als die anderen. Aber ich bin auch krass, mein Gutes da. Ich friere dich nämlich ein. Wow, 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 wow. Erdbeben. Pam. Oh, nice. Das war cool. So. Aua, jetzt tut's ein bisschen weh, Mann. Pam. Hast du ihm Schaden gemacht, wenigstens? Nee. Oktopus. Ey. Das hasse ich, wenn er mich wegpustet. Oktopus. Angriff. Und Frostatem. Hey, er ist wirklich eingefroren. Geil. Geil. Wuhu. Und zum Abschluss dieses Videos gab's noch den Showdown auf dem Boot. Ja, die haben sich echt Mühe gegeben. Ist richtig cool gemacht, die Map. Ja, oh, Marine der Feuernation. Gegen die muss ich jetzt fighten. Dein Ernst? Ah, doch, ein bisschen. Okay, alright. Kommt her. Komm schon. Zieh dich ein bisschen zurück. Alles gut unterm Hut. Einmal hier drüber, einmal das. Pam. Ja, wo, aua. Oktopusform. Alter. Oh, das ist so cool gemacht, Mann. Bam. Ja, ich hab's geschafft. Ich hab das Boot befreit. Und da erscheint wahrscheinlich mein Endgegner. Moin, Kollege. Wer sind Sie denn? Zau. Moin, Zau. Ich mach dich kaputt. Der Feueradmiral. Ist nur auf Stufe 2. Brudi, es tut mir leid. Ey. Ich sollte ihn jetzt besiegt haben. Ja! Besiegt. Ich krieg eine Belohnung. An der Stelle würde ich mich jetzt freuen, an alle, die das Video bis hierhin gesehen haben. Lasst ein Like da, lasst ein schönes Kommentar da. Es war sehr viel Arbeit, das so zusammenzuschneiden. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss.